Bild exklusiv im Frauengefängnis der Taliban. Unser Reporter Paul Ronsheimer ist nach Afghanistan gereist und hat das Frauengefängnis von Herat besucht. Und was er dort erlebt hat, ist wirklich schockierend. Das Frauengefängnis von Herat in Afghanistan. Ein grausamer Ort. Voll verschleierte Frauen, verängstigt, verschämt, auf den Boden schauend. Der Grund? Sie sind der Taliban ausgeliefert. Und ihnen ist bewusst, im schlimmsten Fall droht ihnen die Steinigung. Bild-Vize Paul Ronsheimer hat einen Einblick in die grausame Welt des Taliban-Frauengefängnisses bekommen. Wir sind in einem Frauengefängnis, das uns die Taliban hier bei Herat unbedingt zeigen wollten. Sie sagen, sie haben mehr als 80 Frauen eingesperrt, weil sie außereheliche Beziehungen hatten, so wird das formuliert. Recht, so haben sie uns es erklärt, sei es so, dass wenn beide Single waren, sie dann heiraten müssen, aber wenn es andere Partner gegeben hat, dann gibt es hier die Strafe Gefängnis. Das kann bis zur Todesstrafe gehen, so erzählen es uns die Taliban. Es sind grausame Qualen, unter denen die eingesperrten Frauen leiden müssen. Der häufigste Grund für die Inhaftierung: Ehebruch. Was dann für ein drakonisches Strafmaß droht, schildert der Gefängnischef folgendermaßen. Das Strafmaß für Ehebruch wird von unserem Gericht entschieden. Wir sind Muslime und entscheiden anhand des islamischen Gesetzes. Bei Ehebruch können es bis zu 80 Peitschenhiebe sein. Bis zu 20 Frauen sind im Gefängnis von Herat in einer Zelle eingesperrt. Reden dürfen sie nicht. Nias ist die Aufseherin hier. Sie sagt, die Situation im Gefängnis ist besser als unter der alten Regierung, weil jeder jetzt Hijab trägt und islamische Bildung bekommt. Jeden Tag würden Richter in das Gefängnis kommen und an den Fällen arbeiten. Wenn beide Seiten, die ungesetzliche Beziehungen miteinander hatten, unverheiratet sind, dann müssen sie sofort heiraten und kommen frei. Wenn eine der Frauen einen Ehemann hat und eine ungesetzliche Beziehung eingegangen ist, dann fragen wir den Ehemann, wie die Strafe auszufallen hat. Glauben Sie mir, alle sind hier sehr glücklich, dass das Islamische Emirat übernommen hat und jeder sein Recht bekommt. Die Frauen, die still und voll verschleiert in ihren Zellen sitzen, sehen dagegen nicht glücklich aus. Wenn sie reden würden, würde alles noch schlimmer werden. Wer hingegen reden will, ist die Anwältin Fasila. Sie hat als Anwältin auch mit Frauen, die im Gefängnis sitzen, gearbeitet, bis die Taliban Frauen verboten haben, als Anwalt zu arbeiten. Sie erzählt, Frauen würden aus allen möglichen Gründen eingesperrt werden. Viele sind im Gefängnis, weil sie auf der Straße mit einem Mann geredet haben. Auch wird man eingesperrt, wenn man das Haus ohne einen Mann verlässt. An den Checkpoints kontrollieren sie auch immer häufiger Mobiltelefone und Chatverläufe. Kommt ihnen etwas verdächtig vor, wird man direkt mitgenommen. Das Strafmaß für die Frauen ist barbarisch. Auspeitschungen oder Steinigung. Bis zum Tod. Exklusive Bilder, die Paul Ronsheimer und sein Team mitgebracht haben. Gestern Abend ist er zurückgekehrt aus Afghanistan, jetzt bei uns im Studio, Paul. Und die erste Frage ist natürlich, wie seid ihr überhaupt da reingekommen? Warum hat man euch da reingelassen? Das kann ich dir auch nicht so richtig erklären, Thomas, warum man uns am Ende reingelassen hat. Wir haben tagsüber die ganze Zeit versucht, in Herat, das ist eine Provinz rund eine Stunde von Kabul entfernt, dort reinzukommen, dann mit dem Gefängnisdirektor gesprochen. Tatsächlich ist es so, dass sie in ihrer eigenen Realität leben. Diejenigen, die dort sitzen, die Verantwortung haben, die glauben tatsächlich, dass sie das Richtige tun, weil sie ja nach der Scharia leben und dass vorher die Ungläubigen dort geherrscht haben. Deswegen sind sie teilweise stolz, auch diese Dinge zu zeigen und sagt mal, guck mal, das läuft jetzt besser bei uns. Also so absurd das klingen mag für uns, dass irgendjemand fühlen oder sagen könnte, dass das irgendwie in Ordnung wäre, das ist bei den Taliban so. Denn diejenigen, die dort jetzt regieren, das sind ja die, die Jahrzehnte gegen den Westen, gegen die Regierung gekämpft haben. Was mich besonders schockiert hat, ich bin immer noch richtig aufgewühlt, ist diese Aussage der Dame eben in deinem Film. Die Ehemänner entscheiden über das Strafmaß ihrer Frauen mit und das ist auch okay so, sagt sie. Ich meine, wie kann das sein? Das ist erstens total ungerecht. Gibt es da kein Gericht, was über Wahrheit entscheidet? Wie läuft das da ab?
Das ist etwas, was man hier in unserer westlichen Welt kaum erklären kann. Denn es gibt dort kein unabhängiges Gerichtssystem oder irgendetwas in dieser Richtung, sondern sie sagen, wir leben nach der Scharia. Wir machen das, was nach unserem Recht das Richtige ist. Und tatsächlich ist es so, das hat die Anwältin uns dort ja auch erklärt. Es ist jetzt nicht so, dass der Ehebruch im klassischen Sinne dort beurteilt wird oder wie auch immer im islamischen Sinne, sondern es kann passieren, dass eine Frau über die Straße läuft, sie redet mit jemandem oder hat eine SMS von einem Freund bekommen und der Taliban am Checkpoint sagt, Moment mal, du bist verheiratet, du darfst den nicht angucken und deswegen kommst du jetzt ins Gefängnis. Und dann, tatsächlich so ist es, wird dann der Ehemann mit einbezogen, der dann mit darüber entscheiden kann, ob die Frauen ausgepeitscht, ob sie sogar gesteinigt werden. Was es vor allem in den 90er Jahren gab, als zuletzt die Taliban geherrscht haben. Aber wir hören eben von Menschenrechtsaktivisten, dass diese Steinigung teilweise wieder stattfinden. Abseits der Öffentlichkeit, wenn man sozusagen nicht Aufmerksamkeit auch Richtung Westen haben möchte, dass diese barbarischen Dinge passieren. Aber sie passieren. Also diese Aussagen der Taliban, dass sie ganz anders geworden sind, dass das nichts mehr mit früher zu tun hat, ist völliger Blödsinn, das ist gelogen. Nein, diese barbarischen Mittel werden weiter eingesetzt. Kommen die Frauen da jemals wieder raus? Das weiß ich nicht, ob die Frauen dort wieder rauskommen. Tatsächlich der Eindruck, wir waren dort ungefähr eine Stunde, war bedrückend, dramatisch, da diese Frauen zu sehen. Sie konnten, wollten natürlich nicht reden, weil sie Angst haben dann von der Aufseherin, vor den Taliban, dass wenn sie etwas Falsches sagen. Und es ist an jeder Ecke dort gefährlich. Du warst vor 3 Monaten da bei der Machtübernahme der Taliban. Jetzt wieder, was hat sich verändert aus deiner Sicht? Die humanitäre Lage ist wesentlich dramatischer geworden. Es ist ganz schwierig für Menschen dort zu überleben, zum einen. Zum anderen habe ich das Gefühl, dass das, was sie ganz am Anfang nach der Machtübernahme zurückgehalten haben, so ein bisschen zumindest zurückgekommen ist. Ich habe mitbekommen, wie es wieder Auspeitschung auch in der Öffentlichkeit gegeben hat. Wir haben mitbekommen, wie Leute uns erzählt haben, dass am Checkpoint Menschen erschossen wurden. Und auch wir selbst haben erlebt, wie wir eingeschüchtert werden sollten. Also als wir dort recherchiert haben in Herat, bekam ich plötzlich auf meinem Handy, auf diesem hier, eine WhatsApp von einer afghanischen Nummer, einer unbekannten afghanischen Nummer, wo dann drin stand, auf Pashto, der Boden Afghanistans muss von euch gereinigt werden. Also man war unglücklich über unsere Recherchen und hat dann versucht, uns unter Druck zu setzen, damit wir Angst bekommen und das Land wieder verlassen. Schüchtert dich das ein? Fährst du wieder hin? Ich werde auch wieder hinfahren. Mhm. Natürlich kommt das darauf an, wie unsere Kontakte die Dinge dort einschätzen. Mhm. Denn es ist ja nicht so, dass ich dort einfach alleine hinfahre, sondern ich habe ein Team, ich habe Leute, mit denen ich mitarbeite. Ganz kurz noch eine Frage. Wie soll die Bundesregierung mit diesem neuen Regime, das jetzt 3 Monate im Amt ist und nach diesen Erfahrungen umgehen, auch die neue Außenministerin Annalena Baerbock? Ich glaube, Annalena Baerbock hat die Pflicht, sich gerade für diese Frauen in Afghanistan einzusetzen. Sie hat sich immer sehr für Frauenrechte ausgesprochen. Sie hat gesagt, sie will eine feministisch geprägte Außenpolitik machen. Ich glaube, das Erste, worum sie sich kümmern müsste, ist tatsächlich Afghanistan. Das ist nicht so ganz leicht. Sie muss Druck machen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dürfen auch die Menschen, die unter den Taliban leiden, jetzt nicht verhungern, weil der Westen sich da raushalten will. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Feld und ich glaube, Annalena Baerbock muss sich da dringend mehr drum kümmern.